Hallöchen. Ich wollte die Chance meiner kleinen Abstinenz nutzen, um meinen guten Freund ein wenig zu supporten. Wenn es euch gefällt, schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Gleißendes Scheinwerferlicht erfüllt die Halle. Applaus hebt die Decke der Halle. Ich setzte mein strahlendes Lächeln auf und stolzierte in dem goldenen Paillettenkleid auf den Laufsteg. Überall blitzten die Kameras und die neidischen Blicke der Zuschauer liegen auf mir. Diese verdammten armen Schlucker können sich wahrscheinlich gerade mal ein Gucci-Kleid leisten und denken, das ist was Besonderes. Nein, ich bin was Besonderes. Denn ich bin besser, weil ich schöner und reicher bin. Ich werfe ihnen einen abschätzigen Blick zu, damit sie spüren, wie wertlos sie sind. Ich stolziere zum Ende der Stage und werfe einen strahlenden Blick in die Menge. Schaut mich an. Ich bin so glücklich und perfekt. Huldigt mir! Erhobenen Hauptes marschiere ich lässig wieder die Rampe hinunter und verschwinde durch den roten Vorhang. Kaum bin ich durch das Samt verschwunden, lasse ich mein Lächeln fallen. Dort sind die anderen Models. Giselle geht an mir vorbei mit einem herzerwärmenden Lächeln auf den Botox-Lippen. Dumme Fotze, denke ich. Ich bin besser und dünner als sie. Ich habe die besseren Titten. Ich werfe das Kleid ab und gehe zur Umkleide. Dort sind die anderen fetten Walrösser. Sie sind nicht so perfekt wie ich. Sie wiegen mindestens 50 Kilo, was viel zu viel ist. Ich bin mit meinen 45 perfekt. Mein Make-up ist heute nicht so dick wie sonst, da ich mir vorletzte Woche erst die ersten Falten wegoperieren lassen habe. Das ist doch selbstverständlich, dass man sich mit 25 das Gesicht operieren lässt. Daddy hat natürlich alles bezahlt. Ich setze mich an meinen Platz und schminke mich nochmal. Du warst super, höre ich neben mir. Julie, ein 1,60 kleiner Zwerg, der ganze 40 Kilo wiegt. Was für eine Schwabbelkuh. Natürlich war ich super. Ist doch selbstverständlich, erwidere ich selbstgerecht. Ich bin immer super. Willst du auch was? Fragt sie mich und hält mir eine Selleriestange hin. Bitte, das hat viel zu viel Kalorien und zu viele Ballaststoffe. So wie du aussiehst, solltest du das nicht essen. Zufrieden aufgrund ihres verdatterten Gesichtsausdrucks nehme ich einen Schluck Evian-Wasser und merke zu spät, dass ich was zu mir genommen habe. Erschrocken stehe ich auf. Panisch renne ich zum Klo. Das darf doch nicht wahr sein, denke ich panisch. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich stürme in die Kabine und stecke mir die Hand in den Hals. Sie ist so perfekt, dass sie ganz reinpasst. Sofort fühle ich das wohlvertraute, befreiende Brennen im Magen. Ich kotze Wasser und einen Haufen Galle aus. Gut. Gut. Je mehr, desto besser. Noch dreimal spucke ich Schwelle von Gelb aus. Wunderbar. Jetzt bin ich wieder dünner. Ich erhebe mich und gehe erhobenen Hauptes aus der Kabine. Da steht auch schon Julie, die mich besorgt anblickt. Alles okay? Fragt sie mich besorgt. Dumme Fettsau. Ja, ich habe nur was Falsches gegessen heute. Besser gesagt, ich habe die letzten 5 Tage nichts mehr gegessen, außer massenhaft Wasser getrunken und es wieder ausgekotzt. Sonst noch was? Frage ich Julie gereizt und wische mir am Waschbecken den Mund mit Wasser ab. Ja, da ist noch was, beginnt sie zögerlich. Ich blicke sie im Spiegel an. Was? Soeben ist die Entscheidung gefallen, wer mit nach Mailand fliegt. Ich atme ein. Die Mailand Fashion Week war der Höhepunkt einer jeden Modelkarriere. Ich blicke weiter unentwegt auf Julie. Ich fliege, richtig? Ich wusste es. Ich bin halt die Beste. Triumphierend grinse ich. Nein, sagt Julie. Ich erstarre. Wie kann das sein? Ich bin das schönste und beste Model der Welt. Alle wollen mich. Ich bin perfekt. Das kann nicht sein. Ich drehe mich langsam zu Julie um. Und wer geht stattdessen? Frage ich sie mit einem Beben in der Stimme. Bitte lass es nicht wahr sein. Ich, sagt sie. Das Bild gefriert
Umschwung auf mein Gesicht. Es ist starr, verzerrt sich langsam und entspannt sich wieder. Auflösung der Starre. Ich lächle. Gut. Gratuliere. Ich drehe mich wieder zum Spiegel um. Die dumme, fette Sau fängt wieder an zu sprechen. Alles okay bei dir? Ich beherrsche mich, nicht herumzufahren und sie zu vermöbeln. Klar, alles wunderbar. Komm her. Ich halte die Arme auf und lächle warm. Sie lächelt ebenfalls, jedoch erleichtert. Danke, ich dachte, du würdest das persönlich nehmen. Und ehe sie sich versieht, packe ich sie und schmettere ihren fetten Kopf gegen das Waschbecken. Zähne spritzen aus ihrer Hackfresse, die viel zu viel frisst. Ich schlage immer wieder ihren Kopf gegen die Keramik und lasse sie dann auf den Boden fallen. Entweder ist sie ohnmächtig oder kurz davor. Du bist nicht besser als ich! Brülle ich sie an. Ich schlage mit meiner perfekt manikürten Faust in den Spiegel und hebe eine der größten Scherben auf. Du bist nicht besser als ich. Du bist hässlich und fett. Du dumme, fette Fotze. Ich knie mich neben sie und fange an, auf sie anzustechen. Immer wieder dringe ich mit der Scherbe in ihren fetten Leib ein. Ich zerfetze ihr lachend das Gesicht. Schau dich an! Wer will dich jetzt noch nehmen? Ich trete ihr mit den High Heels ins Gesicht. Immer wieder, bis der Absatz abbricht. Er steckt in ihrem Auge. Wutschnaubend stehe ich über ihr. Ich betrachte sie angewidert. Es ist nicht das Blut, was ihr aus dem Schädel läuft, oder das Gehirn, was aus dem Auge quillt, und auch nicht ihr zerschmettertes Gesicht, was mich so anwidert. Es ist, dass sie schon immer so verdammt hässlich und fett war. Nicht so wie ich. Ich war immer perfekt und werde es immer sein.